Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Heute zeige ich dir, was du zu den Relativpronomen qui, que und u wissen musst. Wozu braucht man die und was macht man damit? Du wirst sehen, das ist ganz einfach. Allons-y, los geht's! Antoine joue avec son chien. Antoine spielt mit seinem Hund. Son chien s'appelle Voyou. Sein Hund heißt Voyou. Schau dir den zweiten Satz an. Hier bildet son chien das Subjekt. Möchtest du die beiden Sätze nun verbinden, ersetzt du im zweiten Satz son chien durch das Relativpronomen qui. Relativpronomen können Personen oder Sachen ersetzen. Antoine joue avec son chien qui s'appelle Voyou. Antoine spielt mit seinem Hund, der Voyou heißt. Qui ersetzt also das Subjekt im Relativsatz und bedeutet der, die oder das. Der Relativsatz bestimmt das direkt davor bestehende Bezugswort son chien aus dem Hauptsatz näher. Achtung, im Französischen setzt man übrigens vor einem bestimmenden Relativsatz kein Komma. Das ist im Deutschen anders. Mein Tipp: Auf das Relativpronomen qui, was ja das Subjekt ist, folgt immer das Verb. Voilà des bananes. Da sind Bananen. Serge a mangé des bananes. Serge mag es, Bananen zu essen. Die Bananen bildet hier in unserem zweiten Satz das Objekt. Was mag Serge? Bananen. Möchten wir nun diese beiden Sätze verbinden, ersetzen wir die Bananen durch das Relativpronomen que. Que bedeutet den, die oder das. Wir erhalten que Serge aime manger und verbinden voilà die Bananen que Serge aime manger. Da sind Bananen, die Serge essen mag. Mein Tipp: Wenn du dir nicht sicher bist, das Relativpronomen que muss hier das Objekt im Relativsatz bilden, denn es gibt schließlich bereits schon ein Subjekt im Relativsatz, Serge. Überlege dir immer, wie die Sätze im Deutschen lauten und forme dann den zweiten Satz zu einem Relativsatz um. C'est un croissant. Alain achète un croissant. Un croissant ist im zweiten Satz Objekt. Und dieses Objekt müssten wir jetzt ersetzen im Relativsatz durch ein que. Aber aufgepasst, c'est un croissant, qu'Alain geht nicht. Denn vor einem Vokal oder einem stummen H wird que zu que-Apostroph und wir erhalten c'est un croissant, qu'Alain achète. Du weißt ja, die Franzosen lieben die Liaison, die Bindung. Das Relativpronomen U mit einem Accent grave auf dem U geschrieben ersetzt eine Ortsangabe und bedeutet wo. Paul va à la boulangerie. Paul geht zur Bäckerei. Il achète deux baguettes à la boulangerie. Er kauft zwei Baguettes in der Bäckerei. Wo kauft er sie? À la boulangerie. Eine Ortsangabe. Wir ersetzen à la boulangerie mit U und verbinden Paul va à la boulangerie. Où il achète deux baguettes. Mein Tipp: Häufig, wenn du die Relativpronomen qui, que und u kennengelernt hast, musst du Einsatzübungen machen. Merk dir einfach dabei folgende Schritte. Überlege dir zuerst, was die beiden Satzteile auf Deutsch bedeuten. Dann entscheidest du, ob du mit dem Relativpronomen ein Subjekt ersetzt, qui, oder ein Objekt, que. Oder que-Apostroph oder eine Ortsangabe mit U. Dann verbindest du die Sätze, behältst aber die Reihenfolge Subjekt, Verb, Objekt bei. Im Beispiel: Paul va à la boulangerie, où il achète deux baguettes. Paul geht zur Bäckerei, wo er, wörtlich, kauft zwei Baguettes. Klingt komisch, ist aber so. Denke dran: que musst du vor einem Vokal oder einem stummen H apostrophieren. C'est Antoine, qu'Emilie aime. Qui dagegen wird niemals apostrophiert. C'est Emilie, qui aime Antoine. Also nochmal zusammengefasst, das Relativpronomen qui ersetzt das Subjekt im Relativsatz. Emilie va chez son copain Antoine, qui habite à Paris. Qui wird nicht apostrophiert von dem Habit. Que oder que Apostroph ersetzt das direkte Objekt.
Emilie war chez son copain Antoine, qu'elle aime beaucoup. Que wird hier apostrophiert vor dem L. Und U ersetzt eine Ortsangabe im Relativsatz. Emilie war à Paris, où son copain Antoine habite. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.